Ups, la, du. Ich hab keine Ahnung. Wer bist du überhaupt? Warum hockst du in diesem einsamen Kämmerchen rum? Hast keine Freunde. Ja. Slalu. Das war doch gerade Milene, oder? Nein, doch nicht. Okay. Was ist das nur? Naja, ich will es nicht sagen, was sie ist, aber... Nö, nö, auch nicht. Na, wo haben wir die denn? Bist du es? Na toll. Ja, ich krieg immer noch Geld. Super. Aber eigentlich ist nicht das, was ich will. Ich will die Radula zerren. Dies ist eine aktuelle Ausgabe vom gelben Buch des Fürstenhauses Lalu. Es führt die derzeitigen Lalu-Ratsherren und ihre jeweiligen Residenzen. Gegen eine kleine Aufwandsentschädigung könnte ich euch mehr erzählen. Ja, immer her damit. Der Mann, mit dem ihr sprechen solltet, ist Gracius Curio. Sein Haus steht auf dem Lalu-Platz in Wiebeck. Von dem Lalu-Ratsherren ist er derjenige, der euch am wahrscheinlichsten zuhören wird. Was immer euer Anliegen auch sein mag. Dann auf. Da wir gerade 1000 Draken von ihm bekommen haben, war es auch nicht schlimm, dass wir ihm 50 bezahlt haben. So macht man Geschäfte. Das hat dieses verbuggte Spiel nun davon. Ach ja, apropos verbuggt. Oder Scheiß, oder wie man es auch nennen mag. Eigentlich hatte ich geplant, dass ich zum Orshilaku-Lager mit Hilfe des, na wie heißt denn? Nein, bin ich jetzt in Aldrun? Ja, kacke. Mit Hilfe des, ach wie heißt es denn? Ach, mit Hilfe der Konsole. Ja, mit Hilfe der Konsole. Da kann man sich ja hin und her teleportieren. Ich meine, ich sehe das, also es ist zwar eigentlich auch cheaten, aber ob ich jetzt hier nun eine halbe Stunde lang unterwegs bin, um nichts zu tun, um einfach nur da hinzukommen, oder ob ich das dann gleich mache. Wann hier? Wo ist denn hier? Lalu ist das. Das würde ich jetzt einfach mal sagen, das ist das hier unten. So schräg rechts rüber. Okay. Aber wie gesagt, ich kann die Konsole nicht öffnen. Ich finde nicht den Knopf. Das ist schlimm mit dieser Tastatur. Also ich weiß nicht, wo die Sternchen-Taste ist. Ich weiß nicht. Oh. Wartet. Theoretisch. Das will ich jetzt nachgucken. Steuerung. Speichern, schnell laden. Menümodus. Nein. Ne, irgendwie. Seltsam. Sehr, sehr seltsam. Vorherige Waffe. Nächste Waffe. Na, egal. Darüber wollen wir. Na, springen einfach. Hui. Mit unseren Hosen. Hep.
super abgefahren. Genial gemacht. Ich komme hier irgendwie nicht klar mit der Tastatur. Laptop. Das ist nicht so, wie es sein soll. Wie weg? Lalu. Also mit wem sollten wir nochmal sprechen? Ach ja, Crassius Curio. Der ist ganz schön krass drauf und dazu auch noch kurios. Oder neugierig. Und ich habe jetzt auch überlegt, ob ich mir vielleicht doch durch Cheaten meine ganzen Attribute auf 100 bringen sollte, denn ja, ich meine, ich habe eigentlich unendlich Geld zur Verfügung. Und ja, ich wüsste jetzt nicht, was mich davon abhält, hier mir einfach alles hoch zu ja, es also hoch trainieren zu lassen und dann, ja, da habe ich trotzdem noch mehr als genug Kohle. Also kann ich doch theoretisch auch ein bisschen cheaten, das Ganze schneller machen und dann, yay. Okay, speichern wir mal. Crassius. Voll krasser Alter. Los, Ghetto Faust. Könnt mich Onkel Crassius nennen. Ratsherren, ihr solltet Jungs. Ja, ja. Ich würde gerne. Ja, ja, ich weiß. Geschäfte. Anforderungen. Wer aus. Nee. Nee, nee. Das will ich nicht. Ah, Lalu Hortatu. Hortatu ist ein Kriegsherr eines großen Hauses. Es handelt sich dabei um eine alte Tradition, die heute noch selten gepflegt wird. Ah, wie wird der Hortatu ausgewählt? Hortatu ist, naja. Soweit ich mich erinnere, müssen die Lalu-Ratsherren alle gemeinsam einen Hortatu wählen. Und die Wahl muss einstimmig erfolgen. Es muss natürlich eine Situation sein, in der ein Kriegsherr gebraucht wird. Und es muss ein geeigneter Kandidat vorhanden sein, der die Aufgabe des Hortatus übernehmen will. Ja. Wie wäre es mit mir? Ich bin noch perfekt dafür geeignet. Ihr wollt Hortatu werden. Wie schade. Orvan Drehen möchte nicht, dass ihr Hortatu werdet. Und nur wenige Ratsherren wären bereit, sehr Drehens Missbilligungen zu riskieren. Aber wenn ihr mir eine kleine Schenkung von 1000 Drachen geben würdet, könnte ich es überdenken. Ja, immer her damit. Was für ein zuvorkommendes Geschenk. Woher wusstet ihr das? Gold. Das ist genau das, was ich wollte. Aber nun zu eurem Geschenk. Ich habe genau das, was ihr wollt. In meiner Eigenschaft als Ratsherr von Haus Lalu gebe ich euch meine Stimme für den Titel des Hortators. Vielleicht mache ich euch auch einen Vorschlag. Nee, vielleicht kann ich euch auch einen Vorschlag machen. Na, dann her damit. Gewiss könnt ihr Dram Beo überzeugen, eure Kandidatur als Hortator zu unterstützen, wenn ihr ihn findet. Ovas Drehen hat Nivena Ulis und Velanda Omani in der Tasche. Vielleicht solltet ihr einen kleinen Auftrag zur Ausflug zur Drehenplantage machen, bevor ihr mit ihm sprecht, und dann wäre da noch Jüng Halbtroll. Ist ein Fremder wie ich, doch er versteht die Dumme einfach nicht, so wie ich es tue. Wenn ihr euch seiner entledigen wolltet, würde das die anderen Ratsherren nicht besonders aufregen. Doch solltet ihr einen von uns anderen töten, wäre das natürlich etwas anderes. Er lebt in Haus Yingling in der. Okay. Also Drambero ist ja verschwiegen, er wohnt irgendwo hier in Wiebeck. Super. Oh, was drehen. Das ist der Komantong und lebt auf dem Plantar, auf dem Askal. Ich könnte ihn bestechen oder überlisten. Er verachtet das Kaiserreich und ist zu Ohren gekommen, dass er und das sechste Haus irgendeine Abmachung miteinander haben.
Ja, den kann ich doch sicherlich überbieten. Also wenn ich jetzt... sie lebt in Haus Ulis in der Nähe von Suran. Geht auf der Straße Richtung Norden aus Suran heraus, über die Brücke Richtung Westen und sucht nach einem Haus südlich der Straße. Velanda Oman, die Ratsherrin Velanda Omani lebt auf der Insel Elmas außerhalb von Wegeweg. Überquert die Brücke, die von Tevani-Bezirk nach Festland führt, wendet euch dann nach Süden und geht über die Brücke zur Insel Elmas. Südende der Brücke. Aha. Okay. Heilige Olms. Ich werde jetzt erstmal raus und dann gucken. Aufs Lalu.